Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer etwas speziellen Vorlesung kurz vor Weihnachten, eben die Weihnachtsvorlesung der Kern- und Elementarteilchenphysik. Und äh, es ist insofern ein ganz passendes Thema. Sie lesen es hier, was war vor dem Urknall, weil es die Schöpfungsgeschichte unserer Physik ist. Ja, es passt also zum Weihnachtsthema. Und was wir auch noch lernen werden: Nach Weihnachten werden wir ein bisschen Elementarteilchenphysik machen. Es ist gleichzeitig auch die Zusammenführung der beiden großen Standardmodelle der Physik, der Astrophysik, also das ist das Urknallmodell und die Elementarteilchenphysik, also die Vorstellung davon, woraus eigentlich alle Materie hier, also so wie wir hier auch sitzen, besteht. Und zunächst mal zu unserem Weltbild. Ich fange mal mit den ganz großen Fragen an: Wie ist unsere Welt entstanden? Und wir kommen dann im zweiten Teil dazu, dass wir um das Entstehen der Welt zu verstehen eben tatsächlich äh, diese Elementarteilchenphysik brauchen. Die Welt ist ganz klein, aber zunächst mal die Welt ist ganz großen. Und äh, die Menschen hatten zu Anfang eben die Vorstellung, dass die Erde flach ist. Da sind wir jetzt schon ein bisschen länger darüber hinaus. Die Erde ist also eine Kugel, aber man dachte sehr lange, dass sowohl der Mensch als auch unsere Erde was ganz Besonderes ist, dass es womöglich keine zweite Erde gibt. Und ich glaube, das denken wir immer noch. Ne? Wir haben ja noch keine zweite Erde trotz intensiven Suchens gefunden. Das liegt aber im Wesentlichen wohl daran, dass ähm, die Erde so klein ist, gemessen an den Sonnen, die in unserer Umgebung, in unserer kosmischen Nachbarschaft sind, als auch die Planeten Saturn und Jupiter, diese Gasriesen. So eine kleine Erde in der Nähe einer benachbarten Sonne kann man im Augenblick mit den technischen Methoden noch nicht sehen, aber es ist ziemlich sicher, dass wir einen erdähnlichen Planeten in absehbarer Zeit entdecken werden. Das ist also falsch. Unsere Erde ist womöglich gar nicht so einmalig, wie wir denken. Dann haben wir gedacht, relativ lange, also mit mir meine ich jetzt die Menschen vielleicht vor ein paar hundert Jahren, dass es nur eine Sonne gibt und diese Lichter am Himmel, das sind keine Sonnen, sondern es sind irgendwelche Lichter, die da angebracht worden sind. Das war auch falsch. Und dann dachte man so etwa zu Beginn des letzten Jahrhunderts, dass es nur eine Galaxie gibt. Man wusste also, dass unsere Erde eine um die Sonne kreist und dass die Sonne eine von 100 Milliarden Sonnen ist in unserer Galaxie. Aber man dachte, dieser Sternennebel, diese Spiralgalaxie, in der wir sind, das ist eben was ganz Einmaliges und das gibt es nicht nochmal. Man hatte die Vorstellung, da ist diese Galaxie und drumherum ist einfach leerer Raum. Gut, und inzwischen wissen wir, dass es ungefähr genauso viele Galaxien gibt, nämlich 100 Milliarden oder mehr in unserem sichtbaren Universum, was uns zugänglich ist. Und äh, unsere Galaxie also eine von sehr, sehr vielen ist. Inzwischen, heute hat sich ein bisschen die Vorstellung durchgesetzt, es gibt also das Universum mit den 100 Milliarden Galaxien, jede Galaxie, 100 Milliarden Sterne. Aber gibt es nur ein Universum? Da könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, aufgrund dieser Analogie, dass es vielleicht mehrere Universen gibt? Ich stelle diese Frage sehr provokant, denn es ist im Augenblicklichen Stand der Physik ist es natürlich vollkommen unklar. Es ist so, sogar gewagt, wenn man das sagt. Aber man könnte ja auf die Idee kommen, wenn man das hier sieht, dass es vielleicht doch mehrere Universen gibt und sich diese Hypothese, es gibt nur das uns bekannte Universum, dass das vielleicht auch falsch ist. Ja, ich hoffe, Sie können das ein bisschen sehen. Es ist ein bisschen dunkel. Das hier, also das, das Universum. Oh, hä? Hey, das Universum. Ist eben ziemlich dunkel. Ne? Deswegen Astrophysik, nee, da müssen die Folien immer ein bisschen dunkel sein. Hier sehen wir eine Galaxie, die in unserer Nachbarschaft ist, ein paar Millionen Lichtjahre entfernt. Die hat so ein Nummernschild NGC 4414. Also die Galaxien werden irgendwie ähnlich wie Autos gekennzeichnet in der Astrophysik. Und das wäre jetzt also eine Galaxie wie unsere. Und wir wären ungefähr hier, wäre das unsere Galaxie. 20.000 Lichtjahre sind wir von unserem Galaxienkern entfernt. in jedem dieser galaxienkernen das weiß man heute ist ein schwarzes loch auch ein sehr interessantes phänomen über das ich aber heute nicht berichten will. nur das ist eben so ein bisschen die vorstellung von dieser sterninsel in der wir mitten im nichts aber zwischen vielen anderen sterninseln äh, schweben. Und jetzt können wir mal gucken, wir sitzen also mitten in dieser Sterninsel, 100 Milliarden Sonnen um uns rum in unserer Nähe, also Nähe heißt 100.000 Lichtjahre so ungefähr. Wir sind also in der Situation eines Menschen, der im Wald steht und da sind überall diese Bäume und er will jetzt den Horizont sehen. Ja, da muss er eine freie Stelle zwischen den ganzen Bäumen finden, also wo die mal ein bisschen weiter auseinander stehen und dann so weit gucken, wie es irgendwie geht. Und das machen wir hier mit diesem Objekt das ist das Hubble-Space-Teleskop, ein Teleskop, was sich in einer Erdumlaufbahn befindet und deswegen nicht die Störungen durch die Erdatmosphäre hat. Das heißt, es kann sehr viel schärfer gucken, als hätten sie ihre Gläser poliert. Und dieses Hubble-Space-Teleskop, das wurde vor einigen Jahren äh, mal auf eine besonders langweilige Stelle am Himmel gerichtet wo also wenig benachbarte Sterne zu sehen sind das hier ist ein Ausschnitt unseres Himmels ich meine wenn sie sich ein bisschen mit astronomie auskennen, dann erkennen Sie hier sofort das Sternbild des Orions. Also für mich ist es so, seitdem ich diese Vorlesungen gebe hier oder Vorträge, erkenne ich genau dieses Sternbild und kein anderes, weil das hier wirklich charakteristisch ist mit den drei Sternen hier in der Mitte und mit diesen Vieren hier in diesem Parallelogramm oder Viereck und es ist immer sehr beeindruckend, wenn Sie sowas am Himmel erkennen können. ich gucken mal da, Sie also sitzen mit einer jungen Dame oder einem jungen Herrn, also ja, sitzen hier auf einer Bank und können das Sternbild des Orion Identifizieren. Und hier unten rechts sehen Sie schon, hier unten rechts ist so eine langweilige Stelle. Da sind wenig Vordergrundsterne und jetzt wurde dieses Hubble Space Teleskop eine Woche darauf gerichtet, weil, wenn man bis zum Ende der Welt schauen will, und genau das machen wir. Wir gucken bis zum Ende der Welt. Da kommt wenig Licht von her, weil das eben so weit weg ist. Man muss lange belichten, darf dann nicht verwackeln. Die Bilder müssen korrigiert werden, die dann überlagert werden. Und wir machen jetzt mal diese Reise zum Ende der Welt, indem wir uns in das Hubble Space Teleskop hineinsetzen. Wir haben hier relativ klein das Orion Sternbild. Das heißt, das ist ein relativ großer Teil unseres Sternhimmels, den wir hier sehen. Und wir zoomen jetzt hier rein. Jetzt beginnt also unsere Reise zum Ende der Welt. Wir fliegen jetzt erstmal, indem also der Zoom vom Hubble-Space-Teleskop hochgedreht wird. Wir fliegen jetzt hier durch eine Zone benachbarter Sterne und verlassen jetzt langsam unsere Galaxie. Hier haben wir noch so einzelne Sterne weit draußen von unserer Sterninsel. Und jetzt kommen wir in den Bereich weit weg. Millionen oder vielleicht sogar eine Milliarde Lichtjahre entfernt, wo dann eben Galaxien in sehr großer Entfernung sichtbar werden. Was wir hier sehen, sind jetzt keine Sterne mehr. Sie sehen es ein bisschen hier an den komischen Formen. Das sind alles Galaxien. Und das ist das Hubble Deep Field. Das ist das Ende der Welt, so wie wir es heute sehen können. Weiter können wir nicht gucken. Und ich habe hier. In der Präsentation, da kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Wir sind jetzt also hier, das ist das Hubble Ultra Deep Field, das ist sogar noch eine bessere Aufnahme als die ursprüngliche Hubble Deep Field. Und was wir hier sehen, sind also sehr frühe Galaxien, die sich schon nach vielleicht einer halben Milliarde Jahre gebildet haben. Das ist erstaunlich, dass die sich so schnell bilden, Galaxien, weil es um gigantische Entfernungen geht. Was wir hier sehen, sind also nicht nur diese Galaxien, sondern worum es auch geht, ist der Raum zwischen den Galaxien. Da ist eine schwarze Wand zu sehen. Die ist aber nicht ganz schwarz, sondern von da erreicht uns Strahlung, das ist langwellige oder ja, so einigermaßen langwellige Mikrowellenstrahlung. Es ist die Strahlung, wie man sie von einem abkühlenden Ofen erwarten würde. Der Physiker sagt, es ist Schwarzkörperstrahlung und die spektrale Verteilung entspricht also ganz genau der eines warmen Körpers, nur die Temperatur ist extrem niedrig, die liegt unterhalb von 3 Grad Kelvin und Kelvin ist die absolute Temperatur, das sind also minus 270 Grad Celsius und das ist das Nachglühen des Urknalls. Das sind hier eigentlich die wesentlichen Merkmale äh, oder die wesentlichen Säulen unseres äh, unserer Vorstellung, wie die Erde entstanden ist, ist denn zum einen haben wir also hier diese Hintergrundstrahlung, die Infrarotstrahlung, die das Nachglühen des Urknalls ist und das kann nur die Urknalltheorie erklären, aber es gibt noch einen anderen Punkt, nämlich man kann das Licht von diesen Galaxien hier analysieren und man sieht die Spektrallinien, wie man sie kennt von unserer eigenen Galaxie, aber diese Spektrallinien sind alle verschoben und das ist eine Dopplerverschiebung, wir kriegen eine spektrale Verschiebung, wenn sich ein Objekt von uns entfernt. Und diese Objekte hier, je weiter sie von uns weg sind, Umso schneller entfernen sie sich von uns. Es sieht also so aus, als wären wir in der Mitte einer explodierenden Wolke von Objekten und in einer Wolke oder wenn sie auf einem Luftballon, das ist so ein beliebtes Beispiel, wenn man da so Punkte markiert und pustet ihn auf, dann denkt jeder Punkt, er wäre in der Mitte einer sich äh, ausdehnenden Punktwolke, denn die Punkte, die weiter weg sind, die dehnen sich schneller aus oder entfernen sich schneller von ihm, als die näher dran sind. Es sieht also so aus als wäre äh, wir in der Mitte dieser explodierenden Wolke von Galaxien. Und umgekehrt kann man das aber zurückrechnen äh, und kommt dann auf einen Zeitpunkt t gleich 0, wie der Physiker sagt, wo alle Galaxien oder die ganze Materie in einem Punkt vereinigt war. Und das ist eben der Urknall. Das heißt, eine der wichtigsten oder vielleicht die wichtigste... Experimentelle ähm, Grundlage des Urknallmodells ist, dass die Galaxien sich von uns entfernen und je weiter sie entfernt sind, umso schneller entfernen sie sich von uns. Der nächste Punkt ist, die Rückrechnung ergibt den Urknall vor knapp 14 Jahren. Milliarden Jahren. Das wäre also eben dieser Urknall. Und was man allerdings bedenken muss, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das Universum war dann immer kleiner, immer kleiner. Es gibt so eine Längeneinheit, diese Konstante wird immer kleiner. Aber zu jedem Zeitpunkt war das Universum unendlich groß. Denn wenn es nicht unendlich groß wäre, auch als es am Urknall war, dann hätte man das Problem, sagen wir mal, es war zwei Kilometer im Durchmesser. Oder was auch gerne gebracht wird, ist, zu einem Zeitpunkt, so und so viele Sekunden nach dem Urknall oder, oder Millisekunden nach dem Urknall, war es so groß wie eine Apfelsine. Dann sagt man, okay, eine Apfelsine, die hat eben diesen Durchmesser, sagen wir, zehn Zentimeter. Ja, und was war denn nur hinter der Apfelsine? Das geht nicht. Also sobald man eine Grenze einführt, einen Durchmesser hat man das Problem, dass dahinter ja irgendwas sein muss. Und das können wir nicht lösen, das Problem, was man tatsächlich annimmt ist, dass wir einen uns zugänglichen Bereich des Universums haben und der ist heute im Radius diese 14 Milliarden Lichtjahre, Das ist eine Entfernungsangabe, und zwar ist das einfach deswegen uns zugänglich, weil es keine Geschwindigkeit gibt, die höher ist als dieses Lichtes. Das heißt, wir können nur etwas sehen oder mit etwas Wechselwirken, was äh, maximal 14 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Weiter reicht unsere Reichweite nicht, weil das Universum dafür nicht alt genug war. Und nach ein paar Millisekunden, nach dem Urknall, hatte es eben einen Durchmesser, diese Kugel des uns zugänglichen Universums, von ein paar Millisekunden. Licht, mal die Lichtgeschwindigkeit. Okay, also unser aktueller sichtbarer Raumbereich ist eine Kugel mit 28 Milliarden Lichtjahren Durchmesser. Aber das kann man jetzt nicht beweisen, aber es wäre vernünftig anzunehmen, dass im Prinzip das Universum unendlich groß ist, auch jetzt. Gut, das wäre also unsere. Schöpfungsannahme, wir hatten einen Urknall, da war das Universum sehr klein oder sogar eine Singularität punktförmig, dann hat es sich ausgedehnt und was ist denn da passiert? Ganz am Anfang war es gleichmäßig mit Gas erfüllt. Also es gab zunächst mal einen Haufen Energie, die ist kondensiert in Elementarteilchen und die wiederum haben sich verbunden zu Atomen und wie sind jetzt diese Galaxien entstanden? Und jetzt kommt das dritte experimentelle Indiz, dass die Urknalltheorie tatsächlich richtig ist. Also zwei hatten wir schon. Erstmal, dass sich alles von uns entfernt. Also wir sind in der Mitte einer explodierenden Wolke. Wunderbar. Dann haben wir diese Hintergrundstrahlung, das Nachglühen des Urknalls von der sehr großen Entfernung. Kommt das aus allen Richtungen auf uns zu, diese kosmische ja, Hintergrundstrahlung. Und jetzt kann man aber auch simulieren, wenn man von einem gleichmäßig mit Gas ausgefüllten Universum ausgeht, was bekommen wir dann für Strukturen? Sehen wir dann Galaxien im Computer? Und da will ich euch jetzt oder Ihnen so eine Simulation zeigen. Es gibt eine ganze Menge Simulationen und diese hier heißt Aquarius-Simulation und die ist auch mit schöner Musik hinterlegt. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das auch funktioniert. Wie gesagt, im Universum ist es eigentlich immer sehr dunkel. Es ist sogar so dunkel, dass man hier leider jetzt gar nichts sieht oder sehr wenig, weil zu Beginn war das Universum eben tatsächlich dunkel. Es gab auch keine Sterne. Und dann verdichtete sich das Gas langsam zu ersten Sonnen und ersten Galaxien. Wir sehen hier den Z-Faktor, das ist ja ein Maß für die Zeit, in der man zurückgeht. Und hier ist das Alter des Universums, 220 Millionen Jahre oder 0,26, 0,29 Gigajahre. Wir sind jetzt bei 300 Millionen Jahren, 400 Millionen Jahren nach dem Urknall. Und was man jetzt schon sieht, nach so kurzer Zeit ist, all diese hellen Punkte, das sind nicht einzelne Galaxien, sondern es sind Galaxiencluster, die wir hier sehen. Und äh, sie verdichten sich immer weiter. Die Bewegung hier dieser, ich mache mal ein bisschen leiser. Ja, was Sie hier sehen, sind eben und darauf muss man besonders achten. Jetzt sieht man es nicht mehr ganz so gut, weil wir jetzt bei drei Milliarden Jahren Alter schon sind. Die Gravitationswirkung der sich verdichtenden Materie und ausklumpenden Materie, die wird immer stärker, sodass bei diesem sehr schnellen Verstreichen der Zeit hier im Computer, die Dinger hier durcheinander schwirren, diese Galaxiencluster, wie ein Mückenschwarm. Aber was eben sehr wichtig ist, und ich will mal versuchen, ob ich da auf der Simulation wieder zurückgehen kann, an eine Stelle, wo man das besser sieht. Sie sehen hier diese Filamente und diese Knoten Sie sind also Galaxiencluster. Und es gibt zwischendrin große sogenannte Voids, das sind riesige Leerräume. Sehen das hier schon relativ schnell, 200 Millionen Jahre nach dem Urknall, haben wir riesige leere Blasen von Raum, wo keine Materie ist. Und wir haben hier sehr schön sichtbar, jetzt auf dieser Altersstufe hier unserer Simulation, sieht man diese Fäden und die Fäden haben dann immer diese Verklumpung zwischendrin. Und das ist genau das, was wir im Universum auch sehr schön sehen können. Man sieht sehr schön, in dieser simulation eben diese fäden und diese verklumpungen und die großen Leerräume. und das sieht man auch bei den himmelsdurchmusterungen wenn man mit den sehr guten äh, äh, teleskopen die wir heute haben also versucht die materieverteilung im kosmos äh, zum vermessen findet man genau diese strukturen das heißt diese struktur fäden und knoten und äh, Lehrräume, die bestätigt eigentlich die Annahme, dass unsere Vorstellung von der Entstehung des Kosmos in einem Urknall möglicherweise richtig ist. Okay, so ist das Universum entstanden. An der Stelle könnte man also die Schöpfungsgeschichte der, äh, der Physik beenden. Ähm, aber jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja gut, Urknalltheorie ist ja schön und gut, stimmt das denn alles? Und was hat denn eigentlich den Urknall bewirkt? Also die Urknalltheorie kann wirklich eine ganze Menge Dinge erklären. Es gibt aber einige Daten das werde ich, oder Beobachtungen, das werde ich gleich mal schildern, die sie nicht gut erklären kann. Zumindest nicht überzeugend. Es gibt Ansätze, das zu erklären und man muss es aber erklären können. Sonst man muss alles erklären können, sonst muss die Theorie verworfen werden. Aber das größte Problem hat die Urknalltheorie natürlich mit dem Urknall selber. Aber fangen wir mal an, wenn wir jetzt an den, an den Zeitpunkt des Urknalls selber uns vorarbeiten wollen, fangen wir mal an an dem Punkt, was ist denn überhaupt ein Universum? Und jetzt gehen wir eben in diese Elementarteilchenphysik, also was Raum, Zeit und Materie eigentlich ist. Wenn wir ein Universum bauen wollen, dann brauchen wir erstmal die Bühne, wo sich alles abspielt und das ist der Raum oder genauer gesagt die vierdimensionale Raumzeit. Was Albert Einstein gesagt hat, ist, dass Raum und Zeit zusammengehören. Das wäre also die allgemeine Relativitätstheorie. Es hat erstmal mit der speziellen, das war die, die er zuerst entdeckt hat, angefangen. Das ist sozusagen die Relativitätstheorie für Anfänger. Da sagt man, wenn man an einer sehr schnellen Rakete unterwegs ist, dann vergeht von dem ruhenden Beobachter auf der Erde gesehen die Zeit in dem Raumschiff langsamer. Das heißt, wenn ich jetzt als Raumfahrer unterwegs bin nach Alpha Centauri, das ist so knapp vier Lichtjahre entfernt, ein bisschen weiter, dann würde man als Beobachter auf der Erde sehen, wie die Menschen sich in einer fast lichtschnellen Rakete, also in Zeitlupe, bewegen, wenn man das sehen könnte. Und für die Menschen in der Rakete wäre also Alpha Centauri dann bloß vier Wochen entfernt. Gut, also, aber wie passt das zu dem Beobachtungssystem in der Rakete? Wenn ich in der Rakete bin, da ist Alpha Centauri, ist 4, sowieso Lichtjahre entfernt, wieso kann ich da in vier Wochen hin? Das funktioniert dann mit der Längenkontraktion. Aus der sich bewegenden Rakete sind die Distanzen in Vorwärtsrichtung verkürzt. Das bedeutet, in dem einen Bezugssystem ist die Zeit langsamer, in dem anderen ist der Raum verbogen. Das bedeutet aber, das hat Einstein gefolgert, dass Raum und Zeit zusammengehören. Es geht nur Zusammen, sonst passt es logisch nicht. Das ist die vierdimensionale Raumzeit. Die Gravitation verbiegt die, hier steht es also eine Krümmung. Gravitationswirkung. die Kraft entsteht durch die Krümmung des Raums. Also, dass Sie hier alle in Ihren Sitzen sitzen, das liegt natürlich daran, das wissen die Physiker, weil hier unter uns diese riesige Erde ist und diese Masse zieht uns an. Aber man könnte sich die Frage stellen: Ja, was vermittelt denn die Gravitation? Und was die Gravitation vermittelt, ist die Krümmung des Raums. Das heißt, der Raum hier um uns herum, der ist anders als der Raum ohne die Erdmasse in der Nähe. Er ist verbogen, die Raumzeit genauer gesagt. Okay, das heißt, das ist unsere Bühne, die vierdimensionale Raumzeit. Und das ist eben der erste Punkt, den wir brauchen, um ein Universum zu bauen. Jetzt haben wir die Bühne, das ist ein bisschen eine eigenartige Bühne. Ähm, also. Äh unser äh, Herr Einstein meinte, es sei eine Bezugsmolluske, weil der Raum, die Raumzeit sich verbiegt abhängig vom Bezugssystem ist also so Gallertartig und auch noch von der eigenen Bewegung äh, des Beobachters abhängig. Sehr merkwürdig. Aber das ist unsere Bühne. Und dann haben wir da die Elementarteilchen, also das, woraus wir bestehen. Unsere Vorstellung ist, das wissen jetzt die Physiker. Upsa. Äh, das wissen jetzt die physiker. ein atom besteht aus dem atomkern mit protonen und neutronen und den elektronen. davon sind elementarteilchen aber nur die elektronen, die protonen und neutronen des atomkerns bestehen ihrerseits aus noch kleineren teilchen, die sogenannten quarks. insgesamt gibt es sechs quarks, aber nur zwei sind stabil. und deswegen alle, wie wir hier sitzen, wir bestehen nur aus elektronen und up und down quarks. Also, für die Leute, die Elementarteilchenphysik lernen müssen, ist das relativ überschaubar. Ja, man muss sich also nur drei Elementarteilchen merken. Insgesamt gibt es allerdings sehr viel mehr Elementarteilchen, also nicht sehr viel mehr, aber ein paar mehr, die dann alle zerfallen in diese stabilen Elementarteilchen. Das heißt, das sind die Elementarteilchen. Jetzt haben wir schon zwei Komponenten für unser Universum: die Raumzeit und die Elementarteilchen. Aber was ist eigentlich ein Elementarteilchen? Und das ist etwas, da muss ich zugeben, dass meine Vorstellung da versagt. Sie versagt eigentlich schon bei der Raumzeit, vierdimensional und sie krümmt sich abhängig von der eigenen Bewegung. Aber bei einem Elementarteilchen, da wird es dann ganz schwierig. Ein Elementarteilchen hat eine bestimmte Masse. Okay, da ist die Vorstellung eines kleinen Bällchens und den kann ich wiegen, den Ball. Und ja, gut, der hat ein Gewicht. Gut, hat also Gewicht. Prima. Jetzt hat er aber das nächste Problem, er hat einen Drehimpuls. Ich drücke hier immer auf den falschen Knopf. Er hat einen Drehimpuls und das nennt man in der Physik spin Das heißt, er dreht sich um sich selber. Und das kann man auch nachweisen. Man kann zum Beispiel bei Elektronen, die kann man mit einem Magnetfeld ausrichten, dass alle parallel stehen, dann drehen sich alle um die, um die, in die im gleichen Drehsinn. Und das kann man makroskopisch zum Beispiel mit einem Stück Eisen feststellen. Das dreht sich dann tatsächlich auch makroskopisch. Das ist der Einstein-de-Haas-Effekt. Mit dem kann man nachweisen, dass der die der Spin eines Elektrons die Eigenrehung, tatsächlich mit einem echten makroskopischen drehimpuls das gleiche ist es ist eine drehung die viecher drehen sich also um sich selber aber sie sind punktförmig. jeder Versuch, den durchmesser eines elektrons oder auch eines quarks zu messen scheiterte bisher. man kann natürlich mit irgendwelchen hochauflösenden streumethoden immer beliebig nicht beliebig genau reingucken in ein elektron aber soweit wir heute überhaupt reingucken können man kann also nur eine obergrenze angeben ist es so, dass das Elektron, soweit wir wissen, punktförmig ist. Umgekehrt ist es natürlich so, hätte es einen Durchmesser, das Elektron, meinetwegen ein Fermi, 10 noch minus 15 Meter, wäre also so ein kleines Bällchen, klein, aber doch eben Durchmesser, dann würde sofort irgendein Student kommen und sagen, ja, und woraus besteht das? Da ja, ist besteht aus irgendwas, hat ja einen Durchmesser. Und deswegen nimmt man heute an, dass ein wirkliches Elementarteilchen punktförmig sein muss. Das ist die Idee eines Elementarteilchens. Es ist punktförmig, aber wie kann sich etwas, was punktförmig ist, um sich selber drehen? Ja, das ist eben sehr schwierig. Da muss ich eigentlich als mit meiner Vorstellung, obwohl ich schon viel drüber nachgedacht habe, tatsächlich passen. Also was ich mir vorstellen kann, ist diese Vorstellung hier. Die ist jetzt nicht in der theoretischen Physik so abgesichert. Das ist einfach eine anschauliche Vorstellung, die ich als Hilfe gebe als Diskussionsgrundlage. Die hat, wie jeder solcher simple Vergleich, natürlich äh, äh, ja, also Mängel. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Raumzeit ist irgendwie sowas wie diese Wasseroberfläche ist. Und eine Wasseroberfläche kann ich ja anregen. Ja, ich könnte zum Beispiel, wenn wir hier jetzt so eine Wasseroberfläche haben, kann ich da also mit dem Ruderblatt oder mit meinem Finger durchziehen und dann stehen so kleine Wirbel. Und wenn wir perfekte Drehimpulserhaltung haben, das ist ein Naturgesetz, der Drehimpuls ist erhalten, solange wir keine Reibung haben, dann würden diese Wirbel weiterhin bestehen. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass Elementarteilchen sowas wie Anregungen der Raumzeit sind, die über das Erhaltungsgesetz, also es gibt verschiedene Erhaltungssätze, Energieerhaltungsgesetz und die Drehimpulserhaltung, sind die stabil. Sie sind stabile Anregungen, wenn sie erstmal tatsächlich da sind. Gut, das kann man eigentlich tatsächlich in der Anschauung ein bisschen belegen. Ich kann nämlich in der Elementarteilchenphysik Materie aus dem Nichts erzeugen. Was wir hier sehen, ist eine Insel, also das ist eine Insel der Juan, Juan Fernandez-Inseln, irgendwo in der Nähe von Indien. Und wir haben hier eine, Wolken, eine Wolkendecke, die ist also durchgehend. Und hier guckt die Insel so weit hoch mit einem Berg, dass sie die Wolkendecke durchstößt. Und die Wolken, die fließen jetzt hier in einer Nordwestströmung nach rechts unten. Und man sieht, dass hier Wirbel entstehen und es entsteht ein Linkswirbel und ein Rechtswirbel in diesem Wolkenfeld. Natürlich haben Wolken überhaupt nichts mit Elementarteilchen zu tun, aber ich kann in der Elementarteilchenphysik Paarerzeugung machen. Ich kann aus dem Nichts, ich habe den leeren Raum und ich brauche Energie. Ich brauche also irgendwas, womit ich den Raum anregen kann. Also zum Beispiel ein Lichtteilchen, ein hochenergetisches Photon. Und wenn ich das irgendwie mit dem Raum wechselwirken lasse, also da muss man die, also die ganzen Erhaltungssätze dann einhalten, also es gibt ein paar Regeln, aber ich kann dann aus dem Nichts heraus ein Elektron und ein Positron erzeugen. Es kommt nicht alleine. Ich kann nicht ein Elektron alleine erzeugen, das würde sich meinetwegen nur rechts rumdrehen und hätte eine negative Ladung, sondern es kommt immer zusammen mit einem Positron, dem Antiteilchen, und äh, das dreht sich dann andersrum. Also immer beide zusammen. Aber es ist möglich aus dem Nichts heraus, wenn man Energie hat, äh, aus dem Raum diese Elementarteilchen wie Funken aus einem Amboss herauszuschlagen. Und das ist in meiner Anschauung, ich versuche hier anschauliche Bilder zu vermitteln ist das also eigentlich ein schönes Beispiel oder eine Untermauerung, dass diese Vorstellung einer Anregung der Raumzeit als Elementarteilchen nicht so falsch ist. Und wir werden sehen, dass das eine Idee liefert, wie das Universum entstanden sein könnte im sogenannten Urknall. Gut. Also, wir haben als Bausteine für ein Universum jetzt zwei wesentliche Komponenten zusammen, diese seltsame Vierdimensionale Raumzeit. Das ist eines der großen äh, theoretischen Pfeiler unserer Vorstellung, die allgemeine Relativitätstheorie, die Eigenschaften des Raums und der Zeit selber definieren. Dann haben wir eben diesen zweite Standbein der Physik, das ist die Elementarteilchen, das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Und als drittes brauchen wir jetzt noch die Wechselwirkung. Die Teilchen müssen ja irgendwie <laughs> miteinander wechselwirken. Sie müssen Kräfte aufeinander ausüben, um Atome bauen zu können. Und äh, da gibt es insgesamt vier Naturkräfte. Wenn Sie also irgendwann mal gefragt werden, wie viele Naturkräfte kennen Sie, dann müssen Sie sagen: Vier. Also sonst ist ja immer drei richtig bei vielen Dingen in der Physik, also zum Beispiel die Newtonschen Postulate. Aber bei der Kraftzahl ist es vier: Zu einem die Gravitation, und das ist eine Eigenschaft der Raumzeit, sie wird gekrümmt, hatte ich schon erklärt. Dann gibt es eben unsere Welt, die ist bestimmt vom Elektromagnetismus. Also alle Atome, wie sie zusammenhalten, das Licht sind Erscheinungsformen dieser zweiten Naturkraft, Elektromagnetismus. Und diese Kraft wird vermittelt durch Photonen. Das sind Teilchen, allerdings ein bisschen andere Teilchen als die normalen Elementarteilchen, die wir kennen. Aber es sind die Wechselwirkungen des, der elektromagnetischen Kraft. Man stellt sich also diese Kraft. Elektromagnetismus ganz anders vor als die Gravitation. Sie kommt zustande durch den Austausch von Teilchen, wie wenn man sich Bälle zuwirft. Wenn ich einem jemanden einen Ball zuwerfe, dann kriege ich selber einen Rückstoß und der, der den Ball auffängt, ebenfalls. Das ist die Idee einer Austauschkraft, die durch Austauschteilchen vermittelt wird. Und das gilt eigentlich für alle drei weiteren. Naturkräfte, der Elektromagnetismus beherrscht unsere normale Welt zusammen mit der Gravitation und die beiden anderen Wechselwirkungen, die noch übrig sind, die starke Wechselwirkung und die schwache Wechselwirkung, die beherrschen die Kernphysik, also die Eigenschaften des Atomkerns. Die werden aber auch vermittelt durch andere Austauschteilchen, die werden dann immer exotischer für uns normale Menschen, Gluonen und Vektorbosonen. Aber diese drei Kräfte hier kann ich sehr gut aus Austauschkräfte ähm, erklären wir haben dann diese teilchen die die kraft vermitteln aber das sind alles sowohl die teilchen die die kraft machen also die protonen und äh, neutronen und andere teilchen und die wechselwirkungszeichen das sind ja alles auch anregungen der raumzeit. Und die Gravitation selber ist also grundsätzlich eine andere Kraft in diesem Bild, aber auch sie ist eine Eigenschaft der Raumzeit. Das heißt, alle vier Naturkräfte kann man so sehen, dass es ebenfalls Eigenschaften dieser Raumzeit sind, die im Urknall. Entstanden sind. Ich habe das jetzt in dieser Darstellung sozusagen dahin interpretiert. Man kann es so sehen. Was ich hier übrigens ganz nebenbei noch beschrieben habe, ist das Problem der großen Vereinheitlichung. Diese vierte Naturkraft, die Gravitation, oder in dieser Reihenfolge ist es die erste, die passt in ihrem Konzept überhaupt nicht zu den anderen drei Wechselwirkungen. Wenn man die Gravitation auch erklären könnte als vermittelt durch Gravitonen, das ist so eine Idee, dann würde man ein konsistentes Bild der Physik haben. Haben wir aber gar nicht, weil eben diese Sache mit der Zeit, die Gravitation verändert die Zeit selber und das macht sonst keine dieser Kräfte. Und das ist eines der großen ungelösten Probleme der Physik. Gut, wir kommen jetzt äh, zum letzten Baustellen, den wir für ein Universum brauchen und das sind die Naturgesetze. Also wir haben die Raumzeit, die Elementarteilchen, die Naturkräfte und jetzt als letztes die Naturgesetze und da gibt es eine ganze Menge. Ich habe hier drei Punkte hingemalt hintereinander, das heißt, da gibt es noch viel mehr Naturgesetze, aber wichtige Naturgesetze sind, habe ich schon genannt, die Energieerhaltung, die Drehimpulserhaltung und die Impulserhaltung und die kann man nach einem wichtigen Theorem in der Physik, dem Noether-Theorem, kann ich zurückführen auf Eigenschaften der Raumzeit. Die Energieerhaltung ist die Homogenität der Zeit, dass jeder Zeitpunkt gleichberechtigt ist. Die Impulserhaltung ist eine Eigenschaft des Raums, also der Raumkomponente unserer Raumzeit, das ist die Homogenität des Raums. Jeder Punkt im Raum ist gleichberechtigt, es gibt keinen Mittelpunkt des Universums und die Drehimpulserhaltung folgt aus der Symmetrie, das kann man ableiten, der Richtungen, der gleiche, äh, es gibt keine bevorzugte Richtung im Raum, man nennt das Isotropie. Man kann also auch diese wichtigen Erhaltungssätze auf Eigenschaften der Raumzeit hier zurückführen. Okay, jetzt haben wir also vier Bausteine und jetzt kommen wir in den Bereich der Spekulation, äh, die ich Ihnen mitteilen äh, oder einfach mal sagen möchte. Eine Vorstellung, die ich entwickle, das ist eine Diskussionsgrundlage, so kann man sich es sich vorstellen. Ähm, es ist natürlich nicht gesichert, weil Experimente mit dem Urknall selber sind ein bisschen schwierig. Ich bin ja Experimentalphysiker und äh, ich glaube, es wäre auch schwierig, eine Genehmigung zu bekommen für eine Simulation des Urknalls im Labor. Er könnte ja außer Kontrolle geraten. Aber kein, also Scherz beiseite, die Energien und Zeiten sind uns überhaupt nicht zugänglich, also nicht mal ansatzweise. Wir können also über diese erste Phase des Universums nur Theorien auf der Basis der heutigen Beobachtungen entwerfen. Aber eine mögliche Sichtweise ist also, alle vier Komponenten, die Raumzeit selber und die Elementarteilchen, die Naturkräfte, und äh, die, äh, die, äh, die Naturgesetze sind Eigenschaften der Raumzeit. Und ich stelle mir die Raumzeit als vierdimensionales Gewebe vor. Das ist hier ein Carbonfasergewebe, was ich eigentlich ganz schön fand, als Veranschaulichung. Das ist wie so ein Gewebe. Und wir selber. Wir bestehen ja aus diesen Up- und Down-Quarks und den Elektronen. Wir sind Teil dieses Gewebes. Wir sind Anregungszustände. So als würde ich an einer einzelnen Faser hier zupfen. Ja? Dann habe ich so meinetwegen ein Elektron gemacht. Und auch unsere Kräfte, die wir zur Verfügung haben, alles, was wir überhaupt machen können, ist Teil dieses vierdimensionalen Gewebes. Wir kommen da nicht raus. Wir haben keine Möglichkeit rauszufinden ob etwas oberhalb oder unterhalb in dieser zweidimensionalen Darstellung hier dieses Gewebes ist. Wir sind in diesem Gewebe eingebunden. Das bedeutet aber auch, es könnte höhere Dimensionen geben. Und äh, ob es Hinweise dazu gibt, das möchte ich jetzt diskutieren. Also wir haben diese, diese, wir haben diese Schlussfolgerung, sollte etwas außerhalb unserer Raumzeit existieren, haben wir keine Möglichkeit, dies experimentell festzustellen, weil Photonen, Klonen, die Gravitation, alles ist ein Teil der Raumzeit. Aber es gibt Hinweise, dass es mehr gibt. Und zwar folgende, es gibt eine ganze Menge Hinweise, ich will hier nur mal drei raustippen. Also Hinweise auf eine Realität jenseits des Standardmodells. Das ist zunächst mal die dunkle Energie. Also dunkel nennt der Physiker immer etwas, was ihm unbekannt ist. Also wenn es hell ist, dann kennt man es, und dunkel ist also ist irgendwas, wo wir jetzt nicht Bescheid wissen. Es ist eine Verletzung der Energieerhaltung. Und zwar hat man gefunden, dass die Ausdehnung des Universums, die eigentlich sich verlangsamen sollte aufgrund der gegenseitigen Gravitationsanziehung der Galaxien. Die ziehen sich ja alle an, so dass man eigentlich denkt, wenn so eine Wolke auseinanderfliegt nach dem Urknall, dass die immer langsamer wird, weil man ja gegen die Anziehungskraft arbeitet. Tatsächlich beschleunigt sich die Ausdehnung. Um eine Beschleunigung einer Geschwindigkeit zu bekommen, also diese Galaxien, die von uns entfernt sind, die werden immer schneller, da brauchen wir eine Energie. Und wir wissen nicht, wo diese Energie herkommt. Das ist die dunkle Energie. Sie ist möglicherweise eine Energieform des Raums selber, aber eben eine Energieform, die im Augenblick absolut jenseits des Standardsmodells ist. Da gibt es also noch was zu erforschen für die jungen Leute. Ob wir allerdings damit unsere Energieversorgung auf der Erde das Problem lösen können, wage ich zu bezweifeln, weil die dunkle Energie ist möglicherweise eine wirklich sehr fremdartige Energieform. Ja, dann haben wir die Inflation. Es muss kurz nach dem Urknall eine Phase extrem schneller, überlichtschneller Expansion des Raums gegeben haben. Das kann man daraus schlussfolgern, dass der Raum überall, egal in welche Richtung wir von der Erde aus blicken, so enorm homogen ist. Er ist überall gleichförmig. Das sieht fast so aus, als hätten alle Punkte, auch Punkte, die über diese 14 Milliarden Lichtjahre weit entfernt sind, miteinander kommuniziert. Weil sie dieselbe, dieselben Eigenschaften haben. Die Hintergrundstrahlung hat auch aus allen Raumrichtungen dieselbe Temperatur. Und das ist äußerst erstaunlich. Es sieht fast so aus, als wäre das irgendwann mal ein gleichmäßiges Wärmebad gewesen, wo sich ein Temperaturgleichgewicht zumindest von dieser Hintergrundstrahlung eingestellt hat. Und das kann man nur dadurch erklären, dass das Universum sich aus einem sehr kleinen Ausdehnung, also pampelmuse oder sowas, also rapide schnell ausgedehnt haben muss mit Überlichtgeschwindigkeit. Und auch das ist eine Verletzung der Energieerhaltung, ähnlich wie die dunkle Energie. Man braucht die Inflationsphase in der Frühzeit des Universums unbedingt. Sonst kann man die Eigenschaften nicht erklären. Aber man weiß weder heute wie sie entstanden ist, diese überlichtschnelle Expansion, noch wie sie dann plötzlich gestoppt ist. Aber es gibt eine Theorie und die hat was mit dem Urknall zu tun. Ja, und natürlich der Urknall selber, also wenn man dann so ein bisschen blauäugig fragt, was war jetzt mit dem Urknall, wie ist der entstanden? Das ist so eine Schwäche der Urknalltheorie. Sie kann den Urknall nicht erklären. Der Physiker sagt dann immer, ja, das, im Urknall ist ja die Raumzeit entstanden. Deswegen ist die Frage, was war vorher, nicht legitim, weil es gar keine Zeit gab. Das ist aber ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Und ich möchte jetzt eben ein Bild bringen, das Herr Gassner, den zeige ich gleich, beigetragen hat, was ich ganz interessant war. Also die Frage ist, was war vor dem Urknall oder wie kam es zur Entfaltung unserer Raumzeit? Dazu muss ich allerdings noch einen Punkt zu unserem Raum noch dazu addieren. Und das sind die sogenannten Vakuumfluktuationen. Ich hatte vorhin erzählt, dass ich mit genug Energie kann ich aus dem Nichts ein Elektron-Positon-Paar, also ein Stück Materie sozusagen, erzeugen. Nicht? Also ich muss aber Energie rein tun. Und es ist aber so, wenn ich bei sehr kurzen Zeiten schaue, und das ist jetzt Quantenmechanik, wenn ich bei sehr kurzen Zeiten schaue auf den Raum, dann sieht der Raum selber oder vielmehr die Raumzeit ist das hier, die sieht hochunruhig aus. Es gibt Vakuumfluktuationen oder Quantenfluktuationen um den Nullpunkt herum. Das heißt, die ganzen Felder, die Raumzeit besteht nicht bloß aus diesem einen, einer Sorte Gewebe, wie dieses Carbongewebe, was ich gezeigt habe, sondern aus vielen verschiedenen Feldern, Teilchenfeldern, Kraftfeldern. Und diese Felder sind im leeren Raum alle auf Null. Aber Null gibt es in der Quantenmechanik nicht. Der Nullpunkt ist niemals genau Null, sondern es schwankt um Null herum. Im Rahmen der Zeitenergieunschärfe von Heisenberg ist es möglich, und das passiert auch, dass für extrem kurze Zeit ein Teilchen-Antiteichenpaar entsteht und wieder verschwindet. Es borgt sich quasi die Energie aus dem Nichts. Es betrügt hier die Energieerhaltung für sehr kurze Zeit und entsteht und verschwindet wieder. Es muss wieder verschwinden, weil diese Energie nur geborgt ist. Also, in unserer Raumzeit ist es möglich, aus dem Nichts heraus Materie zu entstehen zu lassen, aber es ist nur geborgte Energie und sie verschwindet wieder. Hier, das ist so eine ganz interessante Veranschaulichung, wie diese Raumzeit in zwei Dimensionen natürlich nur hier ähm, äh, ausschaut. Und hier wäre ja sogar so wie ein schwarzes Loch entstanden, ein geschlossenes Stück Raum, was da irgendwo so herumschwebt. Und auf diesem Ansatz der Vakuumfluktuation, die wir hier auch in unserem Raum haben, wir haben so kleine Vakuumfluktuationen und die können wir auch messen, da kann man sich überlegen, wie es zur Entstehung unseres Universums gekommen sein kann. Ja, ich folge hier also einem Film von YouTube, oder nicht einem Film, aber einer sehr schön dargelegten Theorie, die Herr Gassner, das ist ein Kollege von Herrn Lesch. Also, Herr Lesch macht die einfachen Vorträge, so habe ich das verstanden, und Herr Gassner macht die ganz schwierigen Vorträge. Dieser Vortrag, das ist die YouTube-Adresse hier, die finden Sie auf dem Handout auch dann. Dieser Film ist ein bisschen länger und da wird also alles dargestellt. Und diese Theorie basiert auf dem Higgs-Feld. Es wurde vor einiger Zeit wurde das Higgs-Zeichen entdeckt. Das ist ein Anregungszustand des Higgs-Feldes, was für die Entstehung von Masse verantwortlich ist. Also sowas wie eine Gallerte, die unser Universum komplett ausfüllt und alle Objekte, die sich da drin bewegen, die kriegen auf einmal Masse durch die Wechselwirkung mit diesem seltsamen Feld. Und dieses Feld ist eigentlich jetzt die Grundlage. Also es scheint tatsächlich zu existieren für diese Idee, wie das Universum. Entstanden sein kann. Ich will Sie jetzt aber nicht mit dem Higgsfeld hier, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, belästigen, weil es wirklich sehr schwierig ist, es ist sehr anspruchsvoll, sondern ich will Ihnen nur die Idee nahelegen, die auf der Quantenfluktuation, einer Nullpunktfluktuation basiert. Also, wir fassen noch mal zusammen. Es könnte sein, das Universum entstand einer, also das ist die Theorie hier von Herrn Gassner, die er sehr schön dann darlegt. Univers das Universum entstand einer Vakuumfluktuation eines möglicherweise höherdimensionalen Raums, also es muss nicht unbedingt höherdimensional sein, aber es ist auch nicht auszuschließen. Vorher gab es keine Zeit. Und das ist so eine ganz wirklich eine, das eine Komponente dieser Theorie, die Herr Gassner da sehr schön darlegt, die finde ich bestechend. Er definiert nämlich die Zeit darüber, dass sich etwas im materiellen Raum in einem Vielteilchensystem verändert. Er sagt, wenn ich keine Materie habe, sondern nur sozusagen einen leeren Raum, in dem es noch keinen Urknall gegeben hat. Er setzt voraus, dass es schon einen Raum gegeben haben muss. Irgendwas war schon da von n Dimensionen. Und da drin gab es aber keine Teilchen. Dann kann ich die Zeit nicht messen. Jeder Zeitpunkt in diesem Raum ist gleich, weil sich nichts verändert. Er definiert damit den Lauf der Zeit über die Messbarkeit. Währenddessen in einem anderen System, wo ich Entropie definieren kann, das ist so eine Art eine Größe, die eine Größe in der Physik, die der Zeit eine Richtung gibt, die wird dann äh, wichtig in Vielteilchensystemen, also wenn ich zum Beispiel eine Gasflasche öffne, dann strömt das Gas von selbst aus und füllt den ganzen Raum aus. Es wird niemals wieder zurückgehen. Also in vielteilchen Systemen mit vielen Atomen habe ich sowas wie eben diese Entropie und über die kann ich die Zeit messen. Ich kann die Zeit tatsächlich feststellen. In einem Raum, in dem es sowas nicht gibt, da kann ich keine Zeit messen, die Messbarkeit. Allerdings muss Herr Gassner annehmen, dass es schon die Gesetze der Quantenphysik gab. Also es ist eine spekulative Theorie, kann man sehr schwer nur experimentell nachweisen. Aber es ist ein interessantes, ansprechendes Gedankenmodell, finde ich. Jedenfalls mal eine Idee, wie es zum Urknall gekommen sein kann. Wir gehen also davon aus, und ich habe hier mal selber eine Folie gemacht. Herr Gassner hat das noch ein bisschen schöner gemacht. Das ist, glaube ich, ein Film aus dem Fernsehen von der ARD. Und ähm, äh, die können natürlich sehr viel bessere Trickaufnahmen machen. Dazu war ich nicht in der Lage. Ähm, ich will jetzt hier in diesem Raum, der ist höherdimensional, hier sieht es eigentlich ziemlich zweidimensional aus, in dem ist nichts. Und dieses Nichts ändert sich nicht. Es ist einfach nichts da. Jeder Zeitpunkt ist gleich. Der Raum ändert sich über die Zeit. Ich kann die Zeit also nicht messen. Und in diesem Nichts, entsteht jetzt, huch, in diesem Nichts entsteht jetzt plötzlich etwas. Das ist jetzt eine Vakuumfluktuation. Aber die hat ja nur geliehene Energie, deswegen kann sie nur im Rahmen der Zeit Energie, äh, unschärfe Relation existieren und dann haben wir wieder nichts. Da jetzt aber keine Zeit vergeht, haben wir quasi eine Ewigkeit zur Verfügung und in dieser Ewigkeit können jetzt natürlich allerhand Vakuumfluktuationen. Wir probieren mal eine andere Vakuumfluktuation aus. Hier ist wieder etwas, das war aber jetzt wieder nichts. Also ist wieder so eine kleine Vakuumfluktuation ja, und die hat nur geliehene Energie und dann ist sie wieder weg. Aber es könnte ja auch mal, wenn man so beliebig viel Zeit oder gar keine Zeit zur Verfügung hat, könnte es ja mal zu einer Vakuumfluktuation der Megaklasse kommen. Hier stoppt es, weiter ging es jetzt nicht, ähm, in der unser Universum entstanden ist. Dazu muss aber diese virtuelle oder negative Energie in eine reale Energie umgewandelt worden sein. Und Herr Gassner äh, erklärt das mit einem, einem Symmetriebruch und einem Phasenübergang des Higgs-Feldes. Ja, das ist dann ein bisschen anspruchsvoll, aber da wird sozusagen diese negative Energie durch einen Phasenübergang, ist so eine Art Kondensationsprozess im Universum, wird so viel Energie frei in dieser an sich virtuellen Vakuumfluktuation, wird also durch den Phasenübergang so viel Energie frei, dass ich von einer negativen Energie über die Nulllinie in eine positive Energie komme und dann war das Universum auf einmal stabil da. Damit kann er auch mit diesem Ansatz eben diese Inflation ganz gut erklären. Ja, allerdings, wenn wir in einem höherdimensionalen Raum sind, und äh, haben so eine Vakuumfluktuation als Ursache für den Urknall. Also das ist jetzt nicht so eine kleine Vakuumfluktuation aus unserer Raumzeit, sondern so eine Mega-Vakuumfluktuation. Dann könnte man sich auch vorstellen, äh, dass wir viele verschiedene Universen haben. Das wären ja, also das sind einfach Luftblasen im Wasser, nicht? Das ist jetzt gar Foto unserer parallelen Universen, aber dass man eben im vierdimensionalen Raum eben tatsächlich eingebettet in einen noch höherdimensionalen Raum äh, verschiedene Universen in verschiedenen Zeiten hat. Das ist eine schöne Spekulation und das macht die Physik eigentlich interessant. Wir haben also beileibe noch nicht alles erforscht, das will ich sagen. Wir haben also große Fehler in, oder Unstimmigkeiten in den großen Theoriegebäuden oder Modellen der Physik. Und da gibt es noch viel zu tun bei den großen Fragestellungen. Hier ist meine Zusammenfassung. Also, wir haben folgende experimentelle Daten, unsere Schöpfungsgeschichte zum Urknall. Wir sehen, dass sich alle Galaxien von uns entfernen. Und je weiter sie weg sind, umso schneller entfernen sie sich. Das kann ich zurückrechnen. Dann waren alle in einem Punkt. Und das ist dann eben der Urknall vor knapp 14 Milliarden Jahren. Wir sehen, wenn wir sehr weit gucken, 14 Milliarden Jahre weit, dann sehen wir so weit in die Vergangenheit, dann sehen wir den Urknall selber und die Hintergrundstrahlung, die von allen Seiten auf uns zufließt, ist ein sehr starker Beleg, der sogar mich überzeugt hat. Ich war ein bisschen, muss sagen, also so eine Urknalltheorie ist etwas allzu Menschliches. Ne? Der Mensch wird geboren, kommt schreiend zur Welt, das ist ja sowas wie ein Urknall. nicht? Also es ist so menschlich. Ja, und dann kommen die Astronomen und sagen: Urknall, ja, oh mein Gott, da hat sich der Mensch wieder was vorgestellt, was er sich gut vorstellen kann. Und wenn man dann so als, also als ich mal junger Student war, wenn man da mal fragt: Ja, und wie kam es zum Urknall? Ja, gab es noch keine Zeit, da kann man nicht fragen, darf man nicht. Ja, das ist ja unbefriedigend. Aber trotzdem, diese Hintergrundstrahlung finde ich jetzt schon ein krasses Argument, dass das vielleicht richtig ist. Dann, darauf bin ich nicht eingegangen, man kann auch die Elementverteilung, also die ganzen chemischen Elemente, Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium und so weiter, das kann ich sehr gut verstehen über diese Urknalltheorie, wie es zur Entstehung der chemischen Elemente gab und die großräumigen Strukturen, diese Fäden, diese Galaxienhaufen und diese riesigen Leerräume, wo gar nichts ist, das kann ich auch sehr schön erklären. Was ich nicht erklären kann, ist der Urknall selber, dann diese Inflationsphase, die ich brauche, um die erstaunliche Homogenität des Universums zu verstehen, die dunkle Energie, die beschleunigte Ausdehnung, kann ich nicht verstehen, die dunkle Materie, das ist eine Materieform, die wir noch nicht identifizieren konnten. Es könnte ein neues Elementarteilchen sein, auf jeden Fall eine Gravitationswirkung, die wir sehen, aber die eben noch nicht erklärt werden kann. Und was auch noch gar nicht funktioniert ist, ich hatte erzählt, dass in einer Vakuumfluktuation eigentlich immer ein Teilchen und ein Antiteilchen entstehen muss aufgrund der großen Erhaltungssätze, Ladungserhaltung, Drehimpulserhaltung, was nicht alles, ja? Und es muss also in der Entstehung des Urknalls gleich viel Materie und Antimaterie entstanden sein. Und das kann man nicht erklären. Sie fehlt. Wir sehen nirgendwo Antimaterie, ist einfach nicht da. Wir bestehen offensichtlich aus Materie, sonst würden wir hier ziemlich viel Strahlung emittieren, wenn wir hier zusammensitzen. Also hier gibt es nur Materie. Eines, das ist ein weiteres großes Problem. Der Physik. Ja, die Hypothese von Herrn Gassner zum Urknall, oder Herr Gassner hat es ja schön erklärt, sind Vakuumfluktuationen mit so einem Phasenübergang, Symmetriebruch. Vorher gab es keinen Fluss der Zeit, mangels Teilchen, man konnte Zeit und Entropie nicht definieren. Und äh, er muss allerdings annehmen, und das ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend, dass es irgendwie vorher auch schon Raum gab, irgendeinen Raum und die Quantentheorie. Er macht die Quantentheorie mit diesem Ansatz des Urknalls als Vakuumfluktuation aus dem Nichts heraus. Die Quantentheorie macht er damit zu einer übergeordneten Theorie, die also über die Existenz unseres Universums hinausgeht. Tja, ob das richtig ist, sei dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich habe da selber Vermutungen, ich brauche immer so Visionen um so einen Antrieb zu haben, um morgens überhaupt zur Arbeit zu gehen als Physiker. Ich muss irgendwie, was kann ich rausfinden? Was beschäftigt mich wirklich? Und ich fand diesen Urknall, das ist doch nun mal wirklich eine fundamentale Fragestellung. Wenn man jemanden fragt, was machst du denn so, dann sagt man vielleicht ja Baggerführer oder so. Und ich sage ihm ja, ich will rauskriegen, wie das mit dem Urknall gewesen ist. Das ist doch mal was Wichtiges. Ja, ich denke, es ist ein bisschen unwahrscheinlich aufgrund dieser Historie unserer Vorstellung, nur eine Erde, nur eine Sonne, nur eine Galaxie. Und vielleicht gibt es eben mehrere Universen und es ist auch möglich dann, dass es höhere Dimensionen gibt. Wir können es nicht ausschließen. Leider gibt es möglicherweise auch keinen experimentellen Zugang, zumindest im Rahmen unserer bisher bekannten Physik nicht. Vielen Dank, meine Damen und Herren.